Genau, ich wollte über das Thema Buchhaltung referieren. Das hatte Rohib ja vor 1,5 Jahren schon mal am Beispiel der Software Ledger gemacht. Das ist ein Kommandozeilentool für Buchhaltung. Das hatte allerdings für mich den Nachteil, dass ich jetzt irgendwelche fertigen Steuerauswertungsmodule noch nicht hatte und ich jetzt auch nicht mich in der Lage sah, das jetzt on the fly alles selber zu entwickeln. Deswegen bin ich auf die Suche gegangen und habe dann ein anderes, ich glaube auch quelloffenes Tool gefunden mit dem Namen Jess, also JES. Das ist irgend so ein Java-Tool und das sieht dann irgendwie so aus. Und was das kann, ist im Wesentlichen Buchhaltung für eine Einnahmenüberschussrechnung. Eine Einnahmenüberschussrechnung ist quasi die Form von Gewinnermittlung, die Freiberufliche, die nicht so viel Geld verdienen, üblicherweise machen müssen, die weniger Aufwand ist als eine Bilanz. Und deswegen das Einfachste ist, was man so machen kann, um das Finanzamt glücklich zu machen. Gut, und am Beispiel fangen wir mal mit einer neuen an, weil es muss ja nicht jeder sehen, was ich so an Einträgen habe, aber um mal zu zeigen, wie das so funktioniert. Gut, da kann man dann irgendwie verschiedene Sachen machen. Ich glaube, importieren will ich, glaube ich, nichts. So. Gut, dann machen wir mal, keine Ahnung, denken wir uns mal irgendeinen Name aus, Tätigkeit. Ja, Steuernummer, was auch immer. Währung Euro ist, glaube ich, richtig. Geschäftsjahr dieses Jahr, können wir mal mit anfangen. Gut, dann ist natürlich interessant, ja, was gibt es so für Umsatzsteuersätze? So 19%, 7%, 0%. Das hängt jetzt davon ab, in welche Kategorie man sich selber einsortiert, denn normal ist eben mit Umsatzsteuer. Es gibt aber auch die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Das heißt, wenn jemand irgendwie eine Selbstständigkeit hat und weniger als 17.500 Euro Umsatz im Jahr macht, dann bietet sich die Kleinunternehmerregelung an. Da muss man keine Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen, hat aber den Nachteil, dass man auch von Sachen, die man einkauft, die Umsatzsteuer nicht wieder abrechnen kann. Vorteil der Kleinunternehmerregelung ist, wenn man jetzt irgendwie an Endverbraucher Dinge verkauft, dass man kann quasi 19% Preisvorteil hat gegenüber Leuten, die Umsatzsteuer berechnen müssen. Aber das geht nur bis 17.500 Euro im Jahr und deswegen ist das eher uninteressant, sobald man ernsthaft hauptberuflich selbstständig ist. Für nebenberufliche Selbstständigkeit ist das natürlich was völlig anderes. Da kann das, weil es einfacher zu handhaben ist, Sinn machen. Gut, das nächste ist dann, man kann bestimmte Konten übernehmen. Im Prinzip gibt es da eine Vorgabe, zigtausend Konten, auf die dann Dinge gebucht werden. Kann man jetzt einfach so weitermachen. Und dann gibt es irgendwie für verschiedene Jahre so Einnahmenüberschussregelungen, die ändern sich manchmal. Eventuell muss man dann nochmal was Neues runterladen. Ach, das ist jetzt auf dem anderen Bildschirm. Also zum Beispiel geht es bei mir nur bis 2016 und für die 2017er Regelung müsste man das jetzt neu hinzufügen. Gut, jetzt ist das fertiggestellt und mal wieder auf einen anderen Bildschirm gehüpft. Jetzt kann man anfangen, Belege einzutragen. Dafür gibt es dann diesen tollen Belegeditor. Ist natürlich alles schön, klicki-bunti. Gut, da gibt es dann eine Beleg-ID, die sollte dann möglichst so sein, dass sie mit den Belegen, also dass die Belege dann anhand dessen auffindbar sind. Wenn man jetzt zum Beispiel Papierbelege hat, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die Rechnungsnummer von dem Verkaufenden oder irgendwas, was es einfacher macht, das wiederzufinden. Notwendig ist es aber nicht. Das ist eben
macht Dinge nur einfacher. Gut, angenommen, wir haben jetzt zum Beispiel sowas Simples wie, ja, keine Ahnung, ein Fachbuch. So, ein Fachbuch, keine Ahnung, Fachbücher sind eher teuer. Gut. Da gibt es dann irgendwie eine eigene Kategorie für Fachliteratur. Bei Fachbüchern, also bei Büchern ist es in der Regel so, dass die eher mit 7% Umsatzsteuer belegt sind. Deswegen muss man das dann entsprechend hier ändern. Und hier kann man sich auch aussuchen, ob es mit oder ohne Umsatzsteuer ist und so weiter. Gut. So, da gibt es aber noch ganz viele zigtausend andere Varianten. Was jetzt auf welchem Konto Sinn macht, das ist mehr für die. Also notwendig sind die Konten nicht unbedingt, da bei einer Einnahmenüberschussrechnung einem das komplett freigestellt ist, wie man seine Buchhaltung macht. Aber die helfen natürlich, das ein bisschen hinterher zu strukturieren. Es gibt aber Sachen, wo es schon Sinn macht, die zu verwenden. Zum Beispiel 320 AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter. Und das AFA steht für, wofür steht denn das nochmal? Abschreibung für, weiß das jemand? Auf jeden Fall irgendwas mit Abschreiben. Das heißt nämlich, wenn ich jetzt einen Computer kaufe, Computer, der kostet, keine Ahnung, 2.000 €, dann habe ich das Problem, dass das Steuerrecht sagt, ja gut, du hast jetzt irgendwie 2.000 € ausgegeben, darfst die aber gar nicht in einem Jahr komplett als Verlust anmelden, sondern muss das abschreiben. Das heißt, bei Computern muss man das über 3 Jahre abschreiben. Und deswegen muss man das dann entsprechend einstellen. Gut. Dafür gibt es dann hier noch den Knopf Abschreibung. Also es gibt da die Möglichkeit, Abschreibungspuls zu verwenden. Das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das gibt es im Steuerrecht für, wenn man mehrere kleinere Sachen hat, die dann eigentlich alle unterhalb der Freibetrags für Abschreibungen stehen. Wenn man die aber zusammenfassen möchte zu einer großen Sache, die abgeschrieben werden soll, dann kann das Sinn machen. Aber eigentlich nur, wenn man es auf Kredit gekauft hat, den man immer dann die entsprechende Abschreibungszeit zurückzahlt, sonst ist das eher Unfug. Gut, wenn man jetzt auf Abschreibung geht, kann man sich aussuchen, was für ein Abschreibungstyp. Da gibt es die lineare und die degressive Abschreibung. Die lineare ist, was? Also die lineare ist, wie der Name schon sagt, linear. Bei Computern sind das eben 3 Jahre. Die degressive Abschreibung, da werden Dinge im ersten Jahr deutlich stärker abgeschrieben als im zweiten Jahr. Das ist zum Beispiel für angeschaffte Firmenautos nötig, weil die ja irgendwie nicht linear an Wert verlieren. Gut, deswegen kann man dann hier, ja, lineare Abschreibung für Computer 3 Jahre. Und wenn man jetzt das Ganze macht, dann kann man hier sich quasi eine Auswertung erstellen lassen. Und zwar ist dann, was zum Teufel drücke ich jetzt für das? So, dann kann ich die Einnahmenüberschussrechnung erstellen lassen. Die wird jetzt im Browser aufgemacht. Das ziehe ich dann mal rüber. Ja gut, die mit Nullbetrag brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Es gibt dann einzelne Zahlen, die sind dann schon noch relevant, weil diese Posten durchaus vorkommen, einzeln in der Einnahmenüberschussrechnung. Und wir haben ja jetzt irgendwie 2.000 brutto bezahlt für den Computer. Davon wird dann erstmal die Umsatzsteuer abgezogen und der Rest wird dann auf die 3 Jahre umgerechnet. Und das beginnt die Abschreibung an dem Tag, wo man den Beleg eingepflegt hat. Das heißt, das erste Jahr ist dann nicht mal ein Drittel, sondern weniger, je nachdem, wann man das gekauft hat. Und die Sachen, die hier jetzt stehen, kann man jetzt im Prinzip einfach in die Steuererklärung anhängen. Gut, es gibt aber noch eine andere Auswertung, zum Beispiel die Umsatzsteuer. Die muss ich jetzt zum Beispiel irgendwie jeden Monat anmelden. Das heißt, wenn ich jetzt für Februar vorberechne,
Dann wird hier quasi zusammengefasst, ja, was ist für 19%, was ist für 7%. Insgesamt kommt dann dieser Betrag raus. Ein bisschen gemein ist, dass man muss dann quasi das, was man selber ausgerechnet hat, nochmal eintragen in die Liste. Und es passiert häufiger beim Finanzamt, dass die einen anderen Betrag da stehen haben, weil wenn man jetzt diese Beträge hier einträgt, dann werden bei dem Umsatz, den man hat, die Nachkommastellen nicht berücksichtigt. Die werden einfach weggelassen. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich weiß auch noch nicht, wie sich das dann auf die Jahresumsatzsteuererklärung auswirkt. Gut, was auch noch relevant ist, man kann natürlich auch einfach Geld verdienen. Das ist ja irgendwie das Ziel der Aktion. Da gibt es dann irgendwie vorgefertigte für 10 Kunden irgendwelche Konten. Keine Ahnung, was verdient man so als Freiberufler? Rechnung, Januar. Keine Ahnung. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Standardmäßig, wenn man irgendwie umsatzsteuerpflichtige Einkünfte hat, dann muss man die Umsatzsteuer, die man bekommen hat, ans Finanzamt abführen in dem Moment, wo die Rechnung gestellt wurde. Das heißt, bevor ihr das Geld bekommen habt, müsst ihr dann bereits das Geld abführen. Man kann aber, wenn man unter einem bestimmten Betrag liegt, beim Finanzamt beantragen, dass man auf Ist-Besteuerung umgestellt wird, was die auch einfach so machen. Das heißt, in dem Moment, wo man diesen Antrag gestellt hat, muss man dann nur noch, wenn die Rechnung auch bezahlt wurde, die Umsatzsteuer abführen. Das ist sehr nützlich, gerade bei kleinen Umsätzen und gerade am Anfang wäre das sonst Wahnwitz, wenn man noch keine Einkünfte hat, aber schon Steuern bezahlen soll. Das sollte man auf jeden Fall zumindest mal gehört haben. Gut, dann kann man den jetzt auch wieder speichern und dann sieht natürlich so eine Auswertung komplett anders aus, aber fangen nochmal mit einem anderen Beleg an, was zum Beispiel eine Rolle spielt, ist ja, man fährt zum Kunden und dann übernachtet man im Hotel. Und dann hat man da irgendwie Verpflegung. Und das ist ja irgendwie nervig. Dann hat man eine Rechnung, wo zwei Beträge mit verschiedenen Steuersätzen draufstehen, weil die Hotelübernachtung hat irgendwie 7% Umsatzsteuer und die Verpflegung hat 19% Umsatzsteuer. Und man kann jetzt Essen, das man isst, nicht ohne weiteres von der Steuer absetzen. Das heißt, da sucht man sich hier dann wieder den richtigen Punkt aus. Ja, wo ist denn jetzt Übernachtungskosten? Das ist 82, das ist dann 400. Da. Gut. Kam, kostet die Hotel. Vielleicht nur so viel und dann kostet irgendwie die Verpflegung einen anderen Betrag, die geht dann vielleicht auch vom Konto runter. Sollte deswegen auch in der Buchhaltung auftauchen. 180. Das ist jetzt, ja, das ist eben so die Frage, ob das richtig ist. Weil bei Verpflegung wird es nämlich kompliziert. Bei Verpflegung, theoretisch darf man da nur Pauschalen ansetzen, das heißt, wenn man mehr als 8 Stunden auswärts beim Kunden war oder so, dann darf man 12 Euro ansetzen, sobald es 24 Stunden waren. Also vollständige Tage sind dann 24 Euro. Das heißt, wenn man jetzt einen Abreisetag hat, darf man auch nur die 12 Euro nehmen, obwohl Abreisetage meistens teurer sind als komplette Tage, wenn man an irgendwelchen Bahnhöfen ist zwischendurch oder an Flughäfen. Das heißt, was man jetzt tatsächlich da drin stehen hat, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Also man kann jetzt zum Beispiel den tatsächlichen Betrag, keine Ahnung, von 4,80 Euro da eintragen. Dann darf man für die... Also dieser Teil kann ich jetzt sagen, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, was da jetzt das Wichtigste ist. Da sollte man im Zweifel einen Steuerberater fragen. Ja, Frühstück. Und wenn man jetzt irgendwie 4,80 Euro Frühstück da stehen hat, dann muss man quasi dieses Geld
von der Verpflegungsmehraufwendung, die man nochmal für die gesamte Reise veranschlagt, abziehen. Ach, das fehlt. Ja, keine Ahnung. Kann das Ding auch Beleg-IDs generieren? Nö. Also du hast ja im Prinzip einen Beleg. Der muss ja auf entweder irgendwie als Datei oder als Papier existieren. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie ins Hotel fährst und dir da ein Frühstück oder so ziehst, dann hast du ja eine ID für die einzelnen Transaktionen, aber du hast jetzt ja nicht einen Beleg für meine komplette Reise. Nee. Musst du da nicht einen angeben, oder? Naja, so wie du jetzt deine Buchhaltung machst, das ist dir freigestellt, wenn so. Du... So Sammelbelege über bestimmte Posten würden das heißt, wir uns dann nicht akzeptieren, sondern wir sagen, splitte das auf. Ja, wahrscheinlich. Also im Zweifel kannst du dann für deine Buchhaltung gerne Sammelbelege erstellen, du solltest aber alle Einzelbelege immer noch da haben, dass du dann quasi eine Zusammenfassung hast, um das selber in der Kostenleistungsrechnung vielleicht besser zu machen, aber... Ja, das Finanzamt hätte gerne Originalbelege, möglichst dann die vom Hotel und wo auch immer man sonst noch hingeht. Jo. Genau, dann kann man jetzt hier quasi diese 12 Euro, was hatten wir, 4,80 Euro. Ja, was ich jetzt nicht sicher weiß, ist, ob man jetzt von dem Frühstück im Essen die Umsatzsteuer tatsächlich abziehen darf. Das müsste ich wahrscheinlich auch nochmal nachfragen. Im Zweifel ist das schon fast ein Grund, einfach darauf zu verzichten, weil es einfacher ist. Aber und sobald man selber bezahlt und nicht der eigene Arbeitgeber bezahlt, wird Frühstück in Hotels oft ganz schön teuer, weil viele Hotels 12 Euro oder mehr verlangen. Und dann wird so ein Bäcker nebenan plötzlich ganz schön lukrativ. Das ist... Wenn man einen Arbeitgeber hat, der einen die Rechnung bezahlt, was völlig anderes, dann ist es egal. Ja, was war jetzt 12 Euro minus 4,80 Euro? 7,20 Euro. 7,20 Euro, gut. Genau, das sind so, denke ich, die wesentlichen Belegtypen, die es so gibt, die man wissen sollte. Und ja, es gibt dann hier noch ein Anlagenverzeichnis. Okay. Und da steht dann zum Beispiel der Computer drin. Und da steht dann genau drin, aufgeschlüsselt für jedes Jahr, wie viel Abschreibung da drin ist. Und wenn ich jetzt quasi für 2020 die ja, Einnahmenüberschussrechnung mache, dann muss ich eine neue Datei erzeugen mit JS, aber da kann ich dann sagen, ja, übernehme jetzt die Daten aus der 2019er Datei und dann übernimmt er die Abschreibungen auch alle komplett und dann weiß der auch wieder, wie ich dann die Sachen aus der Vergangenheit abschreiben kann und das ist ziemlich praktisch, weil solche Sachen manuell auszurechnen machen, glaube ich, überhaupt keinen Spaß. Wie lange jetzt die Fristen für bestimmte Abschreibungen sind, da gibt es Listen im Internet vom Finanzamt für. Bei Büromaterial sind die irgendwie zum Beispiel 10 Jahre, das ist lang. Theoretisch sind Abschreibungen dafür gedacht, wenn man Dinge auf Kredit kauft, dass man dann, weil man ja, wenn man Schulden tilgt, die nicht als Verlust geltend machen kann, dass man quasi durch die Abschreibung den im Prinzip selben Betrag geltend machen kann. Und bei Sachen, die eigentlich, die man mit Barmitteln kauft, ist das eher lästig. Genau. Ja, ich kann ja nochmal so eine Auswertung machen. Umsatzsteuer. Ja, keine Ahnung. Manchmal muss man auch quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen machen. Das sagt einem das Finanzamt, was das haben möchte. Und jetzt haben wir halt Einnahmen, davon sind so viel Umsatzsteuer und wir haben Ausgaben und davon wird die Umsatzsteuer wieder abgezogen, weil wir jetzt irgendwie einen teuren Computer gekauft haben und so weiter, müssen wir dann tatsächlich nur sehr wenig Umsatzsteuer bezahlen. Das ist ganz praktisch. Da werden Dinge dann plötzlich billiger durch Geschäftsbetrieb.
Gut. Gibt es zu dem Teil erstmal noch Fragen? So Buchhaltung, Anwendungsbeispiele, ja? Also da war ja am Anfang angezeigt, dass es irgendwie die Update-Dinger irgendwie bis 2016 oder so gibt, weiß nicht, wo ist das verändert? Also 2017 gab es jetzt und soweit ich weiß, ist die 2017er-Regelung, die dann für 2018 gilt. Was sich da geändert hat, das weiß ich nicht. Das wird noch geupdatet. Oder? Das wird geupdatet, ja. Genau. Der nächste spannende Teil ist dann, ja, wie baut man das Ganze eigentlich dann ein in so eine Steuererklärung. Dazu gibt es so ein tolles Online-Tool, das vom Finanzamt, das nennt sich dann Diebische Elster, ohne das Diebische. Gut, dafür muss man dann beim Finanzamt oder so irgendwie so ein Zertifikat beantragen, mit dem man sich einloggt. Das Zertifikat ist dann der Username-Ersatz. Und das ist dann quasi, und dann braucht man dafür noch ein Passwort. Ja. Das ist ja nicht so hübsch. So, und dieses Elster sieht dann irgendwie so aus. Da kann man dann alle möglichen Dinge eintragen. Ja. Habe ich schon aktiv. Ach, du willst die Nachrichten. Ja, das sind in der Regel die Sachen, die sie auch per E-Mail schicken. Gut, da kann man jetzt einfach mal irgendwas Neues ausdenken. Am besten. Genau, ich würde jetzt. Gelten diese Nachrichten als verbindlich zugestellt? Was? Gelten diese Nachrichten als verbindlich zugestellt? Ja. Ich mach mal ohne die Datenübernahme vorfahren, weil ich möchte ja nicht unbedingt. Also ungelesen heißt nicht, dass ich nicht drüber geguckt habe, wie die heißen, und um dann festzustellen, dass ich die alle schon als E-Mail bekommen habe. Deswegen ist das dann unkritisch. So machen wir mal. Ja, also hier kann man dann eben das Zeug alles eintragen. Und das sind dann irgendwie 10 Seiten. Ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, da durchzugucken. Letztlich sind eigentlich nur 2 Seiten relevant. Auf der einen Seite steht dann drin, was, also bei den abziehbaren Vorsteuerbeträgen, was man da abziehen kann, und ja, irgendwie Lieferung und sonstige Leistung ist gleich die Seite, wo man dann ja, im Prinzip das einträgt, was man halt verdient hat. Und die anderen Sachen sind dann relevant, wenn man zum Beispiel mit dem EU-Ausland zu tun hat und da irgendwelche Sachen hinliefert oder einkauft und so weiter. Und das ist alles, wird beliebig kompliziert. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr den Fall, dass meine allerersten allerersten Anmeldung habe ich dann umsatzsteuerfreie Einnahmen veranschlagt, weil ich von der Uni Geld bekommen habe für einen Lehrauftrag, und Unis sind dann von der Umsatzsteuer befreit. Laut dem Gesetz, und dann hat das Finanzamt erstmal nachgefragt, ja, warum, dann habe ich da den Lehrauftrag hingeschickt, und dann wollten sie von mir aber noch den Nachweis haben, dass die Universität wirklich eine Universität im steuerrechtlichen Sinne ist. Gut, musste ich diesen Zettel erstmal von der Universität anfordern. Was sind denn so Details, ja, ob das so viel Spaß macht, naja, aber gut. Muss man dann. Ja, da gibt es alles Mögliche an Zeug. Also letztlich für mich relevant sind nur 2 Seiten: das, was ich eingenommen habe, und das, was ich an Vorsteuerbeträgen wieder zurückkriege, und dann ist das Ganze nicht mehr so interessant. Man kann darüber auch die Steuererklärung machen, und da gibt es dann, muss man dann quasi ein Einnahmenüberschussformular ausfüllen. Und ja. Da kann ich auch einfach nur Formular verlassen. Bestimmt, oder? Ohne Speichern verlassen. Wartungsarbeiten, ja. Was kann ich hier machen? Wartungsarbeiten. Dürft ihr in der Woche so machen, arbeiten? Ja, irgendwie ein paar Tage am Wochenende, glaube ich.
Ja, also hier kann man dann alles Mögliche machen. Auskunft zur elektronischen Lohnsteuerkarte. Ja. Das wird vielleicht relevant, wenn man dann anfängt, Leute einzustellen. Oder Belegabruf, wenn man auch noch irgendwie bereits, ja, wenn man nicht nur selbstständig ist, sondern auch irgendwo einen Arbeitsvertrag hat, kann man da quasi schon mal das, was der Arbeitgeber eingetragen hat, abrufen. Dann hat man das schon mal drin. Das ist sicher ganz praktisch. Genau, was jetzt noch interessant ist, war jetzt Einnahmenüberschussrechnung. Die muss man dann im Prinzip. Ja. Ja gut, die habe ich schon gemacht. Ich kann die noch gar nicht für 2018 einreichen. Okay. Interessant. Ja, dann kann ich das jetzt nicht zeigen. Ja gut. Gut, das waren so die wesentlichen Punkte. Gibt es generell noch Fragen? Wie gesagt, ich kann jetzt keine hundertprozentige Rechtsberatung geben, weil ich nie gelernt habe, Steuerberater zu sein. Da muss man im Zweifel nachfragen. Aber zu der Software oder... Hast du Alternativen ausprobiert vorher und dich für diese entschieden, oder? Nee, ich habe also dieses Ledger hatte ich mir angeguckt, da fehlten mir halt die Auswertungstools, die schon die ganzen Abschreibungsregeln drin haben und Einnahmenüberschussrechnungen und so weiter. Und solche Steuerzeug, die fehlten da und mein Wissen über Steuer ist zu gering, um dann jetzt das selber programmieren zu können. Und diese Software wurde mir empfohlen von jemandem, der auch selbstständig ist, der das schon seit Jahren benutzt. Das Finanzamt akzeptierte bis dato auch die Übersicht, wie das Essen auswirft und sagt. Ja, das Finanzamt akzeptiert das, was ich in Elster eingegeben habe. Und letztlich die Felder, die ich in Elster eingebe, die kommen auch aus dieser Software so raus. Also, so gesehen. Die wollten halt als einzigen Beleg halt, wie gesagt, das mit der Universität haben. Und ansonsten hatte ich noch keine Anfrage nach Belegen, aber die hätte ich halt sonst ja auch. Genau, das wird wahrscheinlich alles kritischer, sobald man Bilanzierung machen muss und doppelte Buchführung. Deswegen hätte ich den Vortrag jetzt auch einfache Buchführung genannt, weil das ist deutlich einfacher als ja, doppelte Buchführung. Könnte man einen Blue-Cash-Vortrag machen? Ja, das habe ich tatsächlich ein paar Jahre für meine private Buchführung verwendet, aber da hatte ich jetzt auch nicht gesehen, dass es solche... Auswertungstools gehabt hätte, die mir weitergeholfen hätten. Das musst du da alles selbst dran bauen. Ja, genau, da hatte ich keinen Bock drauf. Oder irgendwelche Features, die einem weiterhelfen würden. Ne? Naja, man kann sich Budgets setzen und gucken, ob man die einhält. Und GnuCash kann von den Kontenabfragen, die es macht, automatisch die Konten zuordnen, auf die das gebucht werden soll. Also so Lebensmittel, Kleidung und so ein Zeug. Hast du das mal hinbekommen? Weil als ich das probiert habe, hat das irgendwie nicht 100% geklappt, diese Bank-API. Doch, das hat bei mir immer funktioniert. Das funktioniert, glaube ich, auch immer noch. Mittlerweile gibt es ja wieder ein funktionierendes GnuCash in Anstehungs. Zwischendurch war das mal raus, gerade so wie dieses Qt4-Web-Problem oder so. Ja, dann vielen Dank.